sondern irgendein Typ aus Jordanien gezielte Angriff auf einen Polizisten. Das heißt, aber die reden sich das so, ich will den Aggressor nicht verletzen, ich will keine Probleme mit dem Gesetz. Nein, du hast einfach Angst. Er geht trotzdem weiter und sticht dich ab. Das hast du auf der Straße auch nicht. Kein Angreifer läuft mit einem Helm herum. Ja? Deshalb, man muss das schon abwiegen, bis du sagst, na, man hat total null Chance oder so. Nein, das ist ein Blödsinn. Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Ich bin gerade angekommen, habe ich noch ungefähr halbe Stunde Zeit, bis meine Privatschüler kommen. Jetzt habe ich zwei ältere Herren hier, einer ist schon in der Pension, der andere ist kurz davor, ja. Aber sie sind noch ziemlich gut beieinander. Das Alter macht nichts aus, weil viele fragen, na Marek, ich bin schon 60, was soll ich da noch machen? Ja, da kann man einiges noch machen. Auf jeden Fall besser als gar nichts machen, ne? Und bevor wir starten mit dem Video, Leute, noch einmal vielen Dank. Wir sind schon weit über 100.000 Abonnenten. Und ich habe auch noch Geschenke für euch. Und zwar, am besten wäre, wenn ihr einfach abonniert in meinen Kommentaren unter meinem Video, ja, dass dann später die Zufallsmaschine aussuchen kann, drei Leute, die was gewinnen. Alle drei bekommen gleiche Preise. Ich habe mir da was ausgesucht aus meinem Shop, ja, dass die Leute wirklich zufrieden sind, dass ich auch gerne was an euch weitergebe. Das heißt, drei bekommen gleiche Preise. Ihr müsst kein Abonnent sein, ihr müsst auch nicht liken. Ich würde mich selbstverständlich freuen, aber ihr müsst es nicht sein. Ja, ich bin nicht so, dass du musst unbedingt Abonnent sein oder so. Nein, wer will, wer mich mag, wie ich bin und was ich immer sage und zeige, der macht das, wer nicht, dann nicht. Ja, geben und nehmen, wie man es immer bei uns beim Training gesagt hat. Und ja, ganz wichtig ist auch, Leute, ich bin auch froh, dass bis jetzt alle, die bei mir waren, die gleiche Einstellung haben oder Sicht der Dinge, egal ob auf die Politik, auf Auswandern, allgemein Denkweise wie ich, ja, dann kann man sich auch sehr gut mit den Leuten austauschen, ja, weil die profitieren auch ziemlich viel von meinen Erfahrungen, ja, weil ich bin kein 0815, der keine Ahnung hat oder ein Buch durchgelesen hat und redet jetzt zum Beispiel von irgendwelchen Tipps oder wie auch immer, ja. Ich habe sogar einen Online-Kurs gemacht von Kampfsportler zu Businessman, ja. Ich verkaufe es aber nicht um 5.000 Euro oder 10.000, wie manche möchten, die mit gefakten Rolex da angeben oder mit irgendwelchen Autos. Ich habe wirklich fast 60 Länder bereist, ja. Ich habe mehrere Standbeine aufgebaut und ich sage es den Leuten, was in diesem mehrstündigen Online-Kurs, was sehr, sehr wichtig ist, um so weit zu kommen. Und da muss sie keine tausende Euros ausgeben für irgendein Online-Coaching vor irgendwelche mächtigen Gurus. Leute, passt bitte darauf auf. Das ist komplett unverantwortlich von solchen Hampelmännern. Und ja, das heißt, mir ist sehr wichtig, dass ich mich mit den Leuten auch austausche. Wir unternehmen oft auch was, ja. Und selbstverständlich, wenn man zu zweit kommt, dann hat der andere auch sehr große Nachlass. Der, was jetzt heute da ist, von einer von den zwei, der will im Oktober auch mit seiner Frau kommen. Weil er hat jetzt wirklich gesehen, er hat früher Kickboxen trainiert und er hat gesehen, was ich da zeige, er hat gesagt, das ist sehr, sehr explosiv, ja. Aber er hat gesagt, es ist genau das, was man braucht, ja. Weil auf der Straße ist man nicht im Ring, da kämpfst du nicht in 5 Runden oder wie auch immer. Oder irgendwelche abgesprochene Sachen, dann gibt es bei mir nicht, ja. Und heute kommen wir, Leute, zu dem Video, ja. Ich werde das auch so einen Link posten, dann unter der Beschreibung kannst du gerne auch durchlesen. Ich glaube, es gibt sogar auch Videos davon, das darf ich hier aber nicht zeigen. In Wien Ende Mai ist ähnlicher Angriff stattgefunden wie in Mannheim, ja. Und der ist auch taktisch vorgegangen. Weil auch da unter dem Video haben manche geschrieben oder geglaubt, na, das kann ja nicht sein oder so. Ich habe das schon gesagt, er ist taktisch vorgegangen, auch der in Mannheim. Wie er die Umgebung beachtet hat, mit der Kappe, Brille, dass er ja nicht auffällt und so weiter und so fort. Gewartet, bis der Stürzenberger irgendwie so alleine da steht. Und vor allem diese ganze gezielte Angriffe und so weiter, auch bei den Polizisten ins Hals, ja, oberhalb von der Schutzweste. Und genau das ist passiert. Auch in Wien, ja, in Waffenverbotszone, in Favoriten, ja. Und da habe ich schon in einigen Videos
was gesagt über diese ganze Waffenverbotszone, dass die nichts bringen, nur vielleicht die Politiker, dass sie sich so quasi, ja, wir haben für euch was gemacht oder getan. Nein, habt sie gar nichts, ja? Weil ihr müsst nicht tagtäglich durch diese Gegend gehen, ihr wohnt auch nicht da. Ihr wohnt in irgendwelchen Gegenden und fahrt sie mit gepanzerten Limousinen nach Hause und das Volk lässt sie alle im Stich, ja. Und ein Aggressor, der wirklich was vorhat, aus irgendeiner Ideologie oder auch egal, ob er einfach krank im Kopf ist, dem ist das komplett, sorry für den Ausdruck, Leute, scheißegal, ob da irgendwo steht, Waffenverbotszone. Er dreht sich da nicht vor den Schild um, lässt das Messer hier fallen oder denkt sich, oh, ich wollte jetzt gerade jemanden abstechen, oh Mann, ich muss jetzt nach Hause. Nein, das macht er eben nicht, ja. Und das hat man gesehen auch bei den Polizisten. Das heißt, der Polizist hat irgendeine Kontrolle, Personenkontrolle durchgeführt und der ist gezielt von hinten gegangen und oberhalb von der Schutzweste, beziehungsweise er ist an der Schutzweste abgeprallt und hat ihn nicht richtig ins Hals gestochen, weil die Stiche hier im Hals, Leute, auch wenn du es überlebst, ist wahrscheinlich, bist du lebenslang gezeichnet und kannst du wahrscheinlich, bist du irgendwo am Bett gefesselt oder sonst irgendetwas. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das heißt, auch dieser Typ, irgendeiner aus Jordanien, das heißt nicht irgendein Günther oder Max oder Thomas, sondern irgendein Typ aus Jordanien, gezielter Angriff auf einen Polizisten. Das heißt, dass das voll erinnert auf den Vorfall in Mannheim. Und ich habe den Leuten schon oft gesagt, ich schaue mir immer noch so die Videos. Wisst ihr Leute, wer mir am meisten auf die Nerven geht, das sind die kleinen und großen YouTuber, die aber auch von Kampfsport kommen, andere nicht, das sind so Unterhalter und so. Die versuchen, haben auch auf das Video reagiert, aber selbstverständlich, damit sie wieder in gutem Licht stehen, weil das sind die Leute, die wollen nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen sein und so weiter und so fort. Gleich am Anfang haben sie gesagt, aber auch die Rechten und rechts da, rechts dort, was hatte in Mannheim das Ganze mit den Rechten zu tun? Oder sonst, heutzutage sind alle rechts, auch Frauen, die mit Kinderwagen auf die Straße gehen, damals bei der Corona, gegen die Freiheit gehen, das waren auch alles Rechten. Ja? Das heißt, wie krank muss man sein? Ich mag solche Menschen, nicht solche YouTuber, die da immer in gutem Licht stehen wollen. Zuerst einmal die Klicks, okay, ja? Okay, reagierst du darauf, das geht ziemlich gut, okay, aber dann musst du auch sagen, aber damit, dass ich so quasi ausbalanciert bin, muss ich auch gleich sagen, aber auch die Rechten waren schon der Stürzenberger, weil er immer so provoziert und so weiter. Der Stürzenberger sagt selber, er hat nichts gegen Islam, er hat was gegen politischen Islam und Islamisierung. Und wenn man sich das anschaut, was auch in Hamburg passiert ist, dass die Demonstranten im Kalifat und Scharia fördern und dass die Politiker diesen Antrag, dass man gegen Islamismus und gegen politischen Islam was unternimmt, das von den Tisch abgeschmettert haben, dann sieht man, von wem man bei euch in Deutschland regiert wird. Und diese Menschen halten euch einfach für schwach. Die wissen, letztes haben mir auch eine Frau geschrieben, ihre Tochter ist belästigt worden, Jugendliche ist belästigt worden von zwei Iranern. Dann ist zur Anzeige gekommen, die ist dann und bei der Verhandlung haben auch die, oder nach der Verhandlung haben die Iraner gesagt, uns kann eh nichts passieren. Wir dürfen hier in Deutschland tun und machen, was man will. Und genau so denken auch diese Leute. Selbstverständlich sind auf freiem Fuß, niemandem passiert irgendetwas. Wenn jemand jemanden absticht, dann ist er gleich krank, geht er in irgendeine Psychiatrie, wo er jetzt wahrscheinlich nach 2, 3 Jahren wieder rauskommt. Was ist das, Leute? Menschen, die zu euch oder zu uns nach Europa gekommen sind und uns, unsere Werte, Traditionen und unsere Gesellschaft nicht respektieren, haben hier einfach nichts verloren. Weil das Wenigste ist es, wenn du jemandem Dach über den Kopf gibst, gibst du ihm irgendwelche Sozialhilfen und so weiter, die Möglichkeit, besseres Leben zu gestalten. Für ihn, für seine ganze Familie und so weiter. Und das Wenigste ist es dafür, dass man dich respektiert dafür. Und nicht, dass man dann bereit ist, nur weil du andere Denkweise hast, andere Religion oder sonst irgendetwas, dass du dann bereit bist, die Leute abzustechen. Ja? Das geht einfach. Und deshalb ist Leute auch sehr wichtig, wie du trainierst. Die Leute, die zu mir kommen, die wissen genau, ein Ziel, das sich bewegt, ist nicht leicht zu treffen. Wenn ich sie aber in den Videos, diese ganze Scharlatane, die da mit ihren abgesprochenen 10%
Angriffen kommen. Und dann sehe ich, dass Polizisten auch so ähnlich trainieren. Die trainieren nicht, wenn dich einer angreift und du dich schnell bewegen musst und du weißt nicht, von wo er kommt. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche Drills mache, dann komme ich aus dem Drill heraus, so dass derjenige, mein Schüler, nicht weiß, kommt er von hier, deutet oben, stieg unten und so weiter. Das heißt, das ist die Reaktion. 100%. Und gehst du nach vorne mit so einem Messer, was ich auch in Shop habe, diese holzene Messer, das spürt dein Körper ordentlich und nimmt als Gefahr. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber irgendwelche Leitereien und Halten und so weiter und so fort, das wird dich nicht weiterbringen. Ja? Auch wenn dich einer mit Messer bedroht. Selbstverständlich, und will er nur deine Sachen geben, gib ihm das. Wenn du aber merkst, du hast Familie hinter dir und es ist irgendein Irrer, der dich töten will, konzentriere dich weniger auf die Hand, dass du sie greifst oder wie auch immer. Aber wenn es geht, dass du ihm sofort eine reingibst, weil besser, du gibst ihm eine voll ins Gesicht und läufst danach weg oder gibst du ihm nochmal einen Kick danach, als du versuchst, seine Hand zu greifen. Das reicht bei ihm, nur dass er kurz zurückgeht, wumm, und dann geht er ins Richtige rein. Wenn du versuchst, so wie viele dieser Scharlatane, Hand zu greifen, bam, da ist die linke sofort drinnen und dann stichst du ins Richtige ab. Aber das wissen diese Leute nicht, weil sie kein Sparring machen. Würden sie diese Trainer zu mir kommen zum Sparring, dann würden sie sehen, dass 99% von ihren Sachen nicht funktioniert. Und wenn du so trainierst, so wie ich mit den Leuten, dann reagierst du automatisch auch waffenlos ganz anders, bewegst dich, weißt du, was mit den Händen machst und so weiter. Weil auch die linke Hand ist sehr, sehr wichtig. Und ich bringe den Leuten den Umgang mit dem Messer. Wenn du den Umgang mit dem Messer erlernst, dann siehst du das irgendwie von ganz anderer Seite, du, als würdest du dich in diese Position von den Angreifer versetzen und dann agierst du ganz anders, auch wenn du dann kein Messer in die Hand hast. Ja? Mit Stock Detto, das sind keine Stöckchenfechtereien, sondern richtig durchgezogene Schläge. In Vorwärtsgang, in Rückwärtsgang, offensiv, defensiv, Stock gegen Messer und so weiter. Da sollte man alles drauf haben. Und das Wichtigste, hier die Einstellung im Kopf. Wenn du dir so wie manche sagst, ja, ich halte mich immer zurück, ich will nicht den Aggressor wehtun. Das ist Bullshit, Leute. Das erzählen euch Leute, die bei kleinsten Angriff oder Gebrüll von irgendeinem Angreifer schon die Hosen voll hätten von Angst. Aber die reden sich das so, ich will den Aggressor nicht verletzen, ich will keine Probleme mit dem Gesetz. Nein, du hast einfach Angst. Sag's einfach, denn was du in der Früh in den Spiegel siehst, du hast einfach Angst, würdest du nie jemandem da draußen helfen, so wie ich oft, mich schon so oft Leute in Gefahrsituationen gebracht, nur weil ich Frauen, Mädchen, alten Männern geholfen habe und so weiter, habe ich auch selber schon kassiert, Fäuste, blutig und so weiter. Ich habe nie einen Kampf selber angefangen, immer nur, weil ich mich für andere eingesetzt habe. Ich weiß nicht, warum ich so oft immer dabei bin, ja? Ich bin 47, noch nie vorbestraft, ich habe 4 Söhne, nie vorbestraft, alle trainieren, rauchen nicht, keine Drogen, kein gar nichts. Wenn wieder manche kommen, du bist zu aggressiv, irgendwann landest du im Gefängnis und so, bla 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 bla. Ja? Ich habe die halbe Welt bereist, fast 60 Länder, ja? Habe ich mich überall genommen, nie irgendwo Probleme gemacht, das ist das Wenigste. Und jetzt noch was, weil viele schreiben, hast du dir von diesem Einsatzcoach oder wie der heißt, ziemlich cooler Typ, macht gute Videos, aber hat er reagiert auf ein Video von Amerika, wo sie attackieren. Der Angreifer attackiert Kampfsportler. Erstens einmal, Kampfsportler haben wenig Ahnung. Wir kommen hier, MMA-Leute, Thai-Boxer war 21 Tage und so weiter. Die hätten so viele gravierende Fehler gemacht, wenn man Messer in der Hand hätte. Das haben sie erst nach dem Training gesehen, wenn ich sie angegriffen habe. Ja? Und dann, wie kann man das als Realität einsehen, so ein Video? Oder Reaktion, wenn der Angreifer dickes Helm hat, überall Schützer und so weiter, und dann greift dich an, egal was das Opfer macht, er kann ihm gar nichts. Welcher Angreifer auf der Straße geht mit dicken Helm und Panzerung, so wie die Polizisten? Keiner. Das heißt, auch der Angreifer wird das nicht so ganz so einfach haben, wie zum Beispiel bei so einem Training. Das heißt, so ein richtiger Schlag ins Gesicht, ja, würde schon gewisses unter Umständen, hundertprozentige Garantie hast du nicht, aber würde es vielleicht den Angreifer kurz stoppen, dass du die Zeit hast, dich zu entfernen und nicht Messer leiten oder sonst irgendetwas. Das ist mir hier schon oft passiert, weil ich attackiere auch Gesicht, aber auf lange Distanz, rein, raus und so weiter. Und damit ich das aber nicht bei denen durchs Gesicht gehe, klopfe ich so manchmal so am Kopf hier, ja, und das ist das Zeichen. Aber das halte ich das Messer ganz leicht, damit ich denen hier im Gesicht nicht wehtue. Und habe ich schon ein paar Mal das Messer verloren,
weil ich das ganz leicht gehalten habe. Und dann hat er mich trotzdem, er hat es gesehen, der Angreifer, vor allem der Ulrich, falls du zusiehst, ein großer Mann mit 100 Kilo, mit sehr viel Power, ist sofort auf mich zugegangen. Nur durch die Bewegungen und durch die Schläge, selbst wenn ich nicht mit der Fall, aber mit offener Hand, hat es jedes Mal kurz gestoppt. Ja, ich habe mich nicht auf seine Hand konzentriert, sondern auf die Schläge. Nur wenn man sich ein Video anschaut, hätte jetzt der Ulrich, mein Trainingspartner, ein dickes Helm, dann kannst du ihn draufklatschen, was du willst. Er geht trotzdem weiter und sticht dich ab. Das hast du auf der Straße auch nicht. Kein Angreifer läuft mit einem Helm herum. Ja? Deshalb, man muss das schon abwiegen, bis du sagst, na, man hat total null Chance oder so. Nein, das ist ein Blödsinn. Wenn du richtig mit dem Messer trainierst, Umgang mit dem Messer trainierst, dann hast du viel bessere Chancen, auch mit dem Stock. Und so, egal was du in die Hand nimmst, automatisch ist das zur Waffe. Egal, welchen Gegenstand du nimmst. Ob du die Gegenstände, was ich im Shop habe, in die Hand nimmst oder sonst irgendetwas, ein Bleistift oder mit Rucksack, wenn du in die Hand nimmst, kannst du auch anders umgehen oder mit einem Barhocker wie einer, der null Ahnung hat. Das ist mir sehr, sehr wichtig, Leute. Das heißt, denkst bitte dran. Ja? Jetzt Juni, Juli, August sind komplett ausgebucht bei mir. September, Oktober sind ungefähr ja, 50%. Das heißt, ich bin vielleicht noch der erste Novemberwoche. Jetzt wird es wahrscheinlich der Schüler auch noch reservieren. Das heißt, wer wirklich noch dabei sein will, dann gibt es Gas, Leute. Das sind mindestens 5 Tage. Ihr könnt auch Freunde mitnehmen, aber nicht viele. Höchstens 2, 3 Leute. Mit mehr trainiere ich nicht, weil ich will diese Qualität immer beibehalten. Das ist mir sehr wichtig, warum ich auch in Deutschland und Schweiz nicht mehr Seminare mache, weil es anders, wenn 50 Leute dabei sind oder einer. Trainiere meistens 1:1 mit den Menschen. Ja? Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Nochmal vielen Dank von Herzen für eure Unterstützung, für eure Abonnenten, Likes und so. Kommentiert drunter und in den nächsten Video erfährt ihr auch dann, wer die Gewinner sind. Ciao, Marek.